zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es wirklich unangenehme Fragen. Ich habe sie diesmal auch rausgesucht. Ich habe diesmal extra nach unangenehmen Fragen gegoogelt und richtig coole rausgesucht. Und Erika war auch schon sehr proud auf meine Fragen. Deswegen, ich hoffe, die Fragen sind gut. Erika ist hinter der Kamera. Hallo, ich bin hier. Und sie stellt die Fragen und ich würde sagen, los geht's. Bist du süchtig nach irgendetwas? Eigentlich nicht. Also früher hatte ich gesagt Zigaretten, jetzt so... Ich muss jetzt auch nicht Shisha rauchen, wenn ich alleine bin, ne? Also ich bin meistens sowieso zu faul, das zu machen. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt Shisha antworten. Ich bin süchtig nach Schlaf. Das ist wirklich was. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich keinen Schlaf habe oder so, nur so 7 Stunden Schlaf oder so, dann bin ich schon Kratzbürste. Wenn man das so nett sagen kann. Little bit. Ich dachte, ich hätte was im Gesicht. Also wenn ich meinen Schlaf nicht habe, bin ich echt ein bisschen böse. Was war die längste Zeit, die du mal nicht geduscht hast? Boah, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das war nach einer OP. Deswegen fand ich die Frage auch ganz interessant, weil ich bin eigentlich ein Mensch, die jeden Tag oder jeden zweiten Tag duschen. Man sagt ja zu oft, also jeden Tag so 2-3 Mal duschen gehen ist komplett ungesund. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe relativ trockene Haut. Und deswegen habe ich mir das abgewöhnt, dieses morgens-abends duschen. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich glaube, wenn der Sommer kommt und so warm ist, kann ich das nicht mehr einhalten. Aber im Winter ist so alle 2 Tage duschen okay. Aber der längste Zeitraum war, glaube ich, nach meiner Brust-OP. Und ich glaube, dass es geht nur um Duschen. Ne? Ich sage jetzt noch was dazu. Ich glaube, das waren 14 oder 10 Tage. Das ist schon eigentlich eklig. Aber das Ding ist... Nein. Doch. Unnormal. Ich mag sowas eigentlich gar nicht. Aber das Ding ist, du kannst dich ja jeden Tag sauber machen. Also ja. Deswegen glaube ich, 10, 14 Tage gilt gar nicht. Denn ich habe die ersten... Also ich habe mich mit Waschlappen sauber gemacht. Und ab dem... Boah, lass mich nicht lügen. Ich glaube, 3. oder 4. Tag habe ich nicht nur Waschlappen benutzt, sondern ab... Warte, ich muss aufstehen. Also ab hier, ab der Narbe, durfte ich ja duschen. Da war ja nichts. Und ab dann habe ich, glaube ich, geduscht. Das einzige Problem, was ich hatte, war bei der Fettabsaugung, weil da darfst du auch so 10, 14 Tage nicht duschen. Ich habe gar kein Problem damit. Ja, das war auch so. Du musst dich überall sauber machen und dann darfst du nur bis zu der Stelle duschen. Also es ist schon ein bisschen eklig in der Zeit, muss ich ehrlich sagen. Aber du liebst ja auch Duschen, ne? Ich liebe Duschen ja. Halt auch nochmal. Also ich bin so richtig so, das ist meine, so meine Me-Time unter der Dusche, wenn ich mich so einschäume. Dann diese Gerüche, dann warmes Wasser und dieses... Ich liebe einfach Dusche, was soll ich sagen? Ich liebe das. Wie viele Selfies machst du im Durchschnitt, bevor dir eins gefällt? Zählst du mit? Wie? Du. Zählst du mich? Ich habe noch nie mal mit ihm gezählt. Ach so, nee, aber bestimmt 200. Ja, same. Also nicht immer natürlich, aber... Nee, nicht immer. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, wenn dich jemand fotografiert, brauchst du mehr Bilder, als wenn du dich selber fotografierst mit einem Selfie. Deswegen Selfie, ja, ich würde jetzt nicht sagen 200. Selfie also 50 vielleicht, 40, aber... Eigentlich könnten wir mal gucken. Ich habe doch eben Bilder gemacht. War da schon eins dabei, was du gut fandest? Ja, schon ein paar. Warte, ich markiere mal kurz alle, dann gucken wir, wie viele das waren. Hier übrigens, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich verarsche euch gerade. Aber das Ding ist, ich bin halt auch so ein Mensch, ich wechsle halt auch oft die Lichtverhältnisse und mache deswegen umso mehr Bilder, damit ich auch gucken kann, okay, welches Lichtverhältnis gefällt mir gerade am besten, weil Licht halt wirklich übertrieben viel ausmacht. 102 Bilder. Krass, das ist sogar schon viel eigentlich. Da. Ja. Das ist wirklich schon viel. Also ich hätte jetzt sogar gedacht mehr, ne? Okay. Weil ich habe eben schon ganz halt so knips. Das hast du aber echt schnell gemacht, ey. Ja. Weil so lange hast du da keine Zeit. Nö, ich bin auch relativ schnell immer auf Dings am Drücken, weil du änderst ja auch deine Pose besser, wenn du alleine Bilder von ihm machst. Ja. Was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mann wärst? Ich glaube erstmal auf Klo gehen, ein bisschen so rumspringen. Ich weiß nicht. Okay, rumspringen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es mir selber machen. Ich würde halt wissen wollen, wie es ist, ne? Ja. Also knallhart. Ich würde sonst nichts machen. Ja. Also was gibt es da noch Besonderes, was du als Mann machen kannst, außer rumspringen, um zu wissen, wie es ist? Ein bisschen rumlaufen, rennen? Das sind ja wahrscheinlich die ersten Sachen, an die man denkt, aber vielleicht auch wirklich mal ein Mädel klar machen, flirten oder so. Nee? Nee, wenn ich einen Tag ein Mann wäre, kein Bock drauf. Auch so Syphilis oder keine Ahnung, was du dir alles einfällt. Ja, du musst ja nicht mit der, ne? Ja, was willst du sonst machen? Flirten, mal so einen klären, gucken, ob das klappt und so. Nee. Ja, keine Ahnung. Oder ich würde mit allen Boys... Von irgendwem, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall jetzt von meinem Freund mit seinen ganzen Boys reden und gucken, wie das wäre. Ja, Mann, das ist voll die geile Idee. Ja, das würde ich auch machen. Das ist eine gute Idee. Oha, das ist voll gut. So einfach so mein Mann so. Ja. Was geht, Bro? Ja. Das ist ja voll geil. Diesen Schrittgriff.
Ich würde gerne mal wissen, was das so... Ich verstehe es nicht. Das ist so lost, ne? Ich würde gerne wissen, was das so... Was da so besonders dran ist? Ja, was so für Gefühle in einem ausgelöst werden, keine Ahnung. Welche Eigenschaft einer dir wichtigen Person findest du absolut nervtötend? Als ich die Frage rausgesucht hatte, hatte ich eine Antwort. Irgendwie fällt sie mir aber gerade nicht mehr ein. An welche Person würdest du am ehesten denken? An deine Mama? Mein Mann. Doch, ich habe eine Eigenschaft bei meinem Mann. Und die wäre? Dieses Reinkommen, Schuhe da abstehen, Jacke da ablegen, T-Shirt da ablegen, da das ablegen, duschen gehen, Handtuch auf Couch legen, das ist so, boah, danke. Das so eine Krise bekommen. Aber das, ich krieg dem das nicht mehr abgewöhnt. Es ist zu spät. Nach 35 Jahren, das ist zu spät. Wissen die Leute, wie alt er ist? Ja. Ach so. Ich habe ja gesagt, 10 Jahre älter als ich. Ja, deswegen habe ich, da auch irgendwas rausgeschnitten und sowas alles. Also ich habe das so, ich hatte so gemacht, damit man es nicht so interpretieren kann. Nö, 10 Jahre älter als ich. Ich bin 25. Wer rechnen kann, ist klar ein Vorteil. Okay. Was ist das Mutigste, das du jemals gemacht hast? Boah, ich glaube, hat was mit Höhe zu tun. Ich war damals in so einem, boah, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das war wie so ein Kurs mit meinem Papa. Ich weiß, das war irgendwie so Vater-Kind-Wochenende, so ganz komisch, ich weiß nicht mehr, was das war. Und da sind wir von so einem Gebäude, entweder sind wir hochgelaufen oder runtergelaufen. Ich bin gerade nicht mehr sicher und ich glaube, das ist so das Mutigste, was ich je gemacht habe. Würdest du für 1000 Euro deinen BH über deinem Top oder Shirt tragen? Safe. Ein Tag oder was? Wie lange? Ein Tag. Also ganz ehrlich, mittlerweile, wenn du so ein... Ich habe letztes Mal ein Outfit gesehen, die hatte so ein Hemd an und dann darüber so ein... Corsage, aber wenn du so ein Bustier oder so anhast, das kann schon gut aussehen. Meinst du? Ja. Mich würde das nicht interessieren. Ja, ich würde es 1000 Euro würde ich auch machen, ne? Aber welches Tier isst wie du? Also essen. Isst? Ja. Oder eher dann, welches Tier frisst wie du? Oh, nett, danke. Nee, wegen, weil Tiere ja fressen. Ach so, ja. Boah, ich überlege gerade. Nee, ein Hamster bin ich ja nicht. Ich habe ja nichts in meinem Backen. Schlingen tue ich auch nicht. Welches Tier ist denn wie ich? Wie essen Pinguine? Weiß ich nicht. Komische Fragen. Ich würde jetzt mal ganz komisch sagen, wie ein Fisch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Fische essen ja... Ich weiß nicht, kauen die? Weiß ich nicht. Ich esse den Koala. Und nicht mal so. Oder Koala. Doch, Koalas essen doch. Aber die essen richtig langsam, ne? Glaube ich. Ich bin Koala. Oder Faultiere oder so. Koala ist noch so, nicht so Schnecke. Ich bin Koala. Wie viele Nummern von Männern sind in deinem Handy gespeichert? Ich muss gucken. Ich weiß nicht. Oh, du hast kein Akku mehr. Ja, ich habe eben schon gesehen, ist nicht schlimm, wenn ausgeht, machen wir neu rein. Also, ich zähle mal. Einmal mein Versicherungsmensch. Unser, wie heißt es, Maler. Der ist auch so Techniker, der kann halt so wirklich alles. Dann mein Cousin, dann von zwei Cousins von meinem Mann, mein Vermieter, mein Hausmeister. Boah, ich bin echt am Suchen. Ich habe echt nicht viele Nummern von Männern, was? Nummern von Männern in meinem Handy. Von meinem einen Nachbarn, der hatte mir nämlich seine Nummer gegeben wegen Lärm. Also das heißt, er kriegt immer dieses geht's bitte leiser SMS. Der ist auch ganz lustig eingespeichert, das kann ich leider nicht in die Kamera zeigen. Dann von... Könnt ihr auch mal löschen. Das ist so ein, wie nennt man das denn? Der hilft dir bei Produktionen und so raussuchen, aber den haben wir nicht genommen. Dann mein Mediendesigner, mein Onkel, mein Opa, der nicht mehr lebt, mein anderer Opa. Wir sind jetzt bei 16, mein Handy ist leider ausgegangen. Wir müssen die anderen Fragen hier gucken. Ich kann es leider nicht ganz genau beantworten, aber ich glaube, warte mal. Oh. Auf jeden Fall keine anderen Boys. Nee, keine anderen Boys. Also nur so Familie oder so wichtige Sachen. Anwalt steht auch noch drin. Der stand bestimmt ein Stück weiter unten. Also so, ich würde mal schätzen, 20 Nummern. Das klingt voll viel eigentlich, ne? Ja, aber es läppert sich. Es läppert sich. Was war die peinlichste, unpassendste, schlimmste Situation, in der du gelacht hast? Ich muss ehrlich sagen, ich lache mal in solchen Situationen. Das ist mein Problem. Die so schlimm und sowas sind? Ja. Aber ich finde voll oft, du lachst zum Beispiel voll oft, wenn mir irgendwas passiert und dann sagst du immer, Entschuldigung, dass ich lache, aber ich finde es halt gar nicht schlimm, dass du lachst. Null. Also. Ich lache sehr, sehr oft in unangenehmen Situationen oder in Situationen, wo was richtig, richtig Beschissenes passiert.
Aber ich mache das nicht extra. Das ist, glaube ich, so ein, wie sagt man, Schutzmechanismus von meinem Körper, dass ich in so Situationen lache, die so richtig ganz cringe sind. Also wirklich ganz cringe. Kein Mensch würde in so einer Situation lachen. Und ich hänge dann da und lache. Zum Beispiel, so, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich glaube, das so ist uns safe mal passiert. Du gehst zu Ikea, kaufst irgendwas, das passt gar nicht ins Auto, deine Mutter fuckt sich übertrieben ab und du stehst einfach da und lachst. That's me. Das ist so, ich weiß nicht warum, ich kann das dann nicht mal unterbinden. Das ist so peinlich. Ich schäme mich in so einer Situation, weil ich kann es halt for real nicht unterbinden. Hast du sowas auch? Nee. Das ist eine ganz blöde Eigenschaft von mir, vor allen Dingen, wenn das bei Menschen passiert, die du nicht kennst und die dann denken, du lachst die aus in dem Moment, weil sowas passiert. Das ist absolut nicht böse von mir gemeint und ich mache das wirklich in so ganz unpassende Situationen. Aber mir fällt jetzt keine explizite ein, aber wirklich, wo so andere Menschen so abgefuckt sind oder irgendwas richtig Schlimmes ist passiert, ich muss einfach lachen. Wie du mich anguckst. Das ist so, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, echt eine schlechte Eigenschaft von mir. Ich habe dich noch nicht in so einer Situation erlebt, wo ich es unpassend gefunden hätte, ja, dass du lachst. Ja, meine Mama schon. Deswegen kann ich es noch nicht so relaten. Mir fällt aber gerade wirklich kein explizites Beispiel ein. Das war jetzt so ein blödes Beispiel, was ich mir ausgedacht habe. Ist bestimmt auch mal passiert, aber mir fällt kein explizites Beispiel ein, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war's. Aber ich lache halt immer in so Momenten. Und das ist halt wirklich richtig unangenehm, weil ich versuche das dann zu unterbinden, aber das macht es einfach schlimmer. Das ist wie in der Schule, wenn du mit deiner Freundin da gelacht hast und der Lehrer sagt, hört auf zu lachen. Das ist Endlevel-Stufe von Lachen. Auf wen bist du neidisch und warum? Gar keinen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keinen Menschen, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich bin da jetzt extrem neidisch drauf. Ich habe aber den größten Respekt zum Beispiel vor den ganzen Menschen, wo ich so zu aufgucke, wenn man das so sagen kann, was so das Berufliche angeht. Also was so Permanent-Make-up und so angeht, habe ich so ein paar, wo ich zu aufsehe. Aber das hat für mich persönlich nichts mit Neid zu tun. Und ich finde, Neid ist auch eigentlich kein schönes Gefühl, was man haben sollte. Also du solltest immer denken, oh mein Gott, dieser Mensch hat so krass hart dafür gearbeitet. Natürlich gibt es auch Menschen, denen was in den Schoß fällt. Ne? Das wird es auch immer geben in jeder unterschiedlichen Lebenslage, egal ob Job, ob, keine Ahnung, dass sie ein Auto von ihrem Onkel geschenkt bekommen oder von ihrer Familie, gibt es ja auch so Leute und das wird es immer geben, aber Neid habe ich wirklich noch nie empfunden, also wirklich nicht. Warst du schon mal in eine Prügelei verwickelt, mit wem und warum? Als Kind. Mit wem und warum? Ich habe halt keinen Plan mehr, wie die hieß, ne, aber ich war immer ein Mensch, ich konnte immer richtig gut diskutieren. Manche Menschen haben das von Haus aus leider nicht so mitbekommen, dieses Diskutieren. Und bei denen war so eher dieses Gefühl, also mit Axt auf dich losgehen. Also kam das von dem anderen Part? Ja, das kam von dem anderen Part. Ich habe mich auch nicht wirklich gewehrt, deswegen ich weiß nicht, ob man das unbedingt Prügeln nennen kann. Aber es gibt diese Bälle, also es ist so eine Platte und darunter ist so ein Ball, also so ein halber Ball. Und da dran ist so ein Stiel und damit konntest du hüpfen. Und das war in der Schule. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich hatte eins und die hat gesagt, gib mir das. Und ich habe halt diskutiert. Ich denke mir so, Alter, was willst du von mir? Ne? Also jetzt nicht in dem Tonfall, ich war noch klein, aber ich dachte mir so, was willst du von mir? Ich habe gesagt, ich gebe dir das nicht. Ja, und dann hat die das irgendwie aus meiner Hand gerissen und mir volle Kanne ins Gesicht geschmissen. Deswegen habe ich nämlich auch eine Narbe. Echt? Ja. Ach, krass. Das war wirklich richtig krass. Und die Erzieher haben dann auch mit der geredet. Also die hat auch noch mal Ärger bekommen. Aber ich konnte schon immer besser diskutieren, als mich irgendwie prügeln. Ja. Also es müsste schon eine richtig heftige Situation sein, dass ich mich prügeln würde. Weswegen hast du zuletzt geweint? Haben wir gestern schon drüber geredet? Ich weine halt... Nee, eben haben wir drüber geredet. Ich weine halt echt sehr oft, ne? Also bei mir ist es manchmal so tagesformabhängig. Und ich habe letztes Mal mit Mama drüber geredet, die hat das irgendwie auch. Also ich weine so manchmal aus dem Nichts, dass ich einfach so dieses Bedürfnis habe zu weinen. Das klingt wirklich total bescheuert, aber ich sitze so auf der Couch und kann auch ein trauriger Film laufen, aber das muss dann nicht mal was mit dem Film zu tun haben. Einfach, ich sitze dann da und weine. Und bei mir ist auch ganz schlimm, wenn ich zum Beispiel traurige Filme gucke, ich interpretiere immer mein Leben mit rein. Mhm. Und ich denke dann so, oh, bei meinem Papa war das, bei Mama ist das, was ist, wenn mit Mama das passiert? Und deswegen fange ich dann an zu weinen. Das ist voll schlimm. Wofür wünschtest du, würdest du Geld bekommen? Atmen. Okay. Hä, du nicht? Das Atmen. Macht ja gar keinen Sinn. Jetzt schon irgendwas, was realistisch ist. Warum? Wofür wünschtest du? Würdest du Geld bekommen? Ja, aber das ist ja total unlogisch. Also ich würde eher sagen, Foodtester oder sowas. Autotester. Aber so geile. So Sport... Oh ja. Ja, Sportautotester. Ja, ich glaube generell so Tester für irgendwas wäre echt super.
Oder, nee, Food-Tester wäre ich, glaube ich, raus, weil ich habe zu viele Sachen, die ich nicht so gerne esse. Ja, natürlich so viel für, Fleisch. Für Food-Sachen, die du magst, natürlich, ne? Sehr ja, cool. Das wäre schon nice. Aber ich bin, glaube ich, eher Team schnelle Autos. Schnelle Autos, da wäre ich dabei. Da würde ich testen. Mal über die Bahn flitzen mit dem Auto. Letzte Frage. Welche Eigenschaften machen aus dir eine gute Freundin? Also, hier steht eigentlich... Meinst du jetzt Partnerin, oder? Ja. Ich finde, das klingt so ein bisschen so, wie sagt man, selfish? Ja, nein. So erstens, das ist die Frage, und zweitens, okay. Das ist gesundes Selbstbewusstsein. Okay. Hau raus! Schäm dich nicht! Ich weiß nicht, also, ich kann es ja nicht von außen betrachten, ich kann das ja nur sagen, was ich an meinem Partner auch schätze, was ich ihm halt so zurückgeben kann, dass ich immer ein offenes Ohr habe. Ich bin zwar auch eine, die quasselt sehr viel, das bekommt ja Erika auch mit, also ich quassel sehr gern, aber ich kann auch eigentlich gute Ratschläge geben, was das so angeht. Aber ich, wie sagt man, ich schätze es auch sehr, wenn mein Partner mir das halt auch zurückgeben kann, diese Eigenschaften. Und ich bin sehr loyal, ich bin zielstrebig, was meine Beziehung angeht. Ich weiß halt, was ich will und was ich nicht will. Ich bin ein sehr, sehr, wie sagt man, strikter Mensch, was so, ich sag mal, Kontakte mit anderen Männern angeht. Ja. Also ich habe halt wirklich nur mit Männern Kontakt, wie ihr halt auch eben in der Frage, passt eigentlich voll gut, ne, gesehen habt, die halt so notwendig sind. Also mein Onkel, mein Opa oder halt Leute, die irgendwas mit einem Beruf zu tun haben, wie zum Beispiel Maler oder so, die du dann eingespeichert hast. Aber ich bin halt sehr, sehr strikt, was das angeht. Und ich bin zum Beispiel auch bei Instagram-Nachrichten, ich lösche halt alles. Ne? Also ist mir egal, sobald ich ein männliches Bild sehe, wird es gelöscht. Tut mir auch sehr leid, manche Leute haben mir auch echt... Was heißt gelöscht? Blockiert? Nee, Nachricht löschen. Ich reagiere nicht drauf. Und wenn die Person mir nochmal schreibt, blockiere ich. Okay. Also ich bin wirklich sehr, sehr konsequent, was das angeht. Und das ist halt, das hat für mich persönlich was mit Loyalität zu tun. Ich weiß, dass manche Leute sehen das vielleicht anders und antworten dann Frauen. Geht für mich gar nicht. Deswegen erwarte ich das halt auch von meinem Partner. Und ja, das sind eigentlich so, sind das Eigenschaften? Ja, ne? Ja. Man kann viel mit mir lachen. Ich weiß nicht, mir fällt sonst nichts ein. Ich schnarche nicht. Das kann ich vielleicht. Oh, heute habe ich gehört, du hast richtig ganz leise süß geschnarcht. Ganz, ganz leise. Als du auf dem Rücken geschlafen hast im Wohnzimmer. Aber ja, richtig, richtig. Wenn ich auf meinem Rücken schlafe, dann schneide ich. Ich glaube, das ist aber bei jedem. Bei Alex ist das auch so auf dem Rücken. Dann werfe ich den. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich will mir das wirklich immer noch am Beibringen, dass ich konstant auf dem Rücken schlafe. Ach ja, du bist wegen Falten, ne? Nicht nur wegen Falten, sondern es ist viel besser für deinen Rücken. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen zum Thema Schlafposition. Könnt ihr einfach mal nicht googeln, sondern bei YouTube gucken. Findet ihr bestimmt ganz schnell. Der hat darüber geredet, warum es nicht gut ist, wenn du seitlich liegst und warum, wenn du gerade auf dem Rücken schläfst, alle deine Wirbel und so, also dir geht's einfach besser vom Körpergefühl her. Und deswegen versuche ich so oft wie möglich mich dazu zu zwingen, auf dem Rücken zu schlafen. Mhm. Klappt nicht immer. Ich drehe mich dann auch immer wieder mal seitlich und wenn ich Mittagsschlaf mache, lege ich mich auch nicht auf den Rücken. Aber so abends einschlafen, ich versuche es, ne? Heißt nicht, dass es immer klappt, aber ja. Aber das sind so die Eigenschaften, wo ich ehrlich sagen muss, das schätze ich eigentlich an meinem Partner und halt auch an mir, weil ich halt so. Also würdest du sagen, dass dein Partner genau alle dieselben hat wie du, Eigenschaften, die du gerade aufgezeigt hast? Ja, außer Schnarchen. Das ist so das komplette Gegenteil von leise. Ja, das waren die Fragen. Das waren alle Fragen. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich glaube, es waren 15, 17, irgendwie so um den Dreh. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hoffen, die Fragen waren juicy genug diesmal. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, das war Deutsch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Jetzt an die Tür sagen. Tschüss.